Wir haben mittlerweile Küstenvögel, die hier zum Fischen kommen, der Kormoran. Und im Moment kommt überall der Fischotter, der auch ein schlimmes Gewetzel in den Weihern macht. Wir haben mehr Bürokratie die letzten Jahre dazu bekommen. Und dieses großartige Lebensmittel muss wieder einen guten Preis bekommen. Und unser Weg ist gerade, dass wir die Deichwirtschaft in die Landwirtschaft auf europäischer Ebene bekommen und dass die Deichwirte einfach mehr unterstützt werden. Und was Sie hier sehen, ist alles Bio. Vielleicht schaffen wir sogar einen bayerischen Biokarpfen. Ich lebe hier in dieser großartigen Landschaft und die Deichwirte haben bei uns einen besonderen Stellenwert. Sie haben diese Landschaft nachhaltig geprägt und dass sie gut arbeiten können und vielleicht in Zukunft wieder Geld verdienen. Es ist uns vor allem sehr, sehr wichtig, dass wir erst Fluchtursachen bekämpfen. Und uns ist sehr wohl bewusst, dass Bayern da nur einen ganz kleinen Anteil dran haben kann. Aber uns ist es wichtig, dass die Menschen eine gute Ausbildung vor Ort bekommen, wo sie leben, weil schlechte Ausbildung treibt zur Flucht. Und wenn sie flüchten müssen, und da gehören halt Bürgerkriege dazu, dass sie hier gut integriert werden. Ja, uns muss allen klar sein, dass was Bayern machen kann als Bundesland, nur ein kleiner Anteil ist. Aber es macht eine Freude, was zu verändern. Ich denke, Bayern muss das Zeichen setzen und mit gutem Beispiel voran, wie es gerade in Afrika geht. Oder ich kenne es jahrelang gut, die Orienthelfer, die so gute Projekte machen zur Ausbildung Jugendlicher. Und bei solchen guten Multiplikatoren kann Bayern immer mithelfen und auch ein gutes Vorbild sein. In der Kinderkommission bin ich besonders stolz darauf, dass wir in der letzten Periode geschafft haben, dass Kinderehen nicht anerkannt werden in Deutschland. Also wenn Kinder oder Jugendliche unter 16 und 18 geheiratet haben, dass es dafür keine Anerkennung gibt. Das macht mich besonders stolz. Aber wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wir haben gerade ein Paket gegen Kindesmissbrauch verabschiedet. Also der Weg ist noch weit, Kinder zu schützen. Ob in Familien, ob auf der Flucht oder auch von Manipulationen. Also mein nächstes Ziel wird sein, Kinder zu schützen, die in Sekten oder bei Reichsbürgern ihren Bildungsweg machen, wo die Bildung so absolut ausgesiebt ist und so demagogisch. Das ist unser nächstes Ziel. Und mein allerhöchstes Ziel ist, die Kinderrechte in die bayerische Verfassung zu bekommen. Mein Lieblingsort, mein allererster, ist in Münsteinach, also in Kleinsteinach. Und man schaut nach Münsteinach und über die ganzen Steinachtal aufs Münster. Und da bin ich aufgewachsen. Eine Freundin von mir hat jetzt eine wunderschöne Riesenbank dahingesetzt. Also schöner geht's nicht. Meine Heimat soll noch genauso in 20 Jahren aussehen. Ich wünsche mir bloß, dass unsere Dörfer wieder mehr Leben bekommen. Also, dass die Altorte nachverdichtet werden. Da machen wir gerade ein Programm dazu, dass die jungen Leute wieder gerne zu Hause leben. Und dass es auch rendiert, so ein denkmalgeschütztes Haus wieder aufzubauen oder vielleicht unkomplizierter wird. Dass wir das erhalten können, müssen wir natürlich was gegen den Klimawandel tun. Also wir können Wasserrückhalt. Ich hoffe, das verbreitet sich noch mehr. Und das sind eigentlich meine größten Wünsche. Eines meiner Kinder bleibt schon hier und das macht mir Freude. Worauf ich besonders stolz bin, das ist auf jeden Fall die Alltagskompetenz, die jetzt an allen bayerischen Schulen gelehrt wird. Vom Lebensmittel, wo es produziert wird, wie funktioniert Landwirtschaft, bis über den Handyvertrag. Und jetzt sind wir dabei, jetzt kommt's. Und das ist mein allergrößter Stolz. Und dass mein Enkelkind dann das erste Schulbuch mit Alltagskompetenz bekommt, das freut mich. Franken. Beharrlichkeit. Franken heißt Sturheit, aber Beharrlichkeit. Der Eisgrund natürlich. Für meine Zukunft Zufriedenheit und dass ich immer das machen kann, was mir Freude macht. Und wenn es dann nicht Freude macht, dann halte ich es mit Kant. Ich kann, weil ich will, was ich muss.